Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Techie zusammen mit Futur und Markus. Hi. Und zwar habe ich jetzt mal so ein bisschen weitergemacht. Wie ihr sehen könnt, ich habe mein geiles Schwert gebaut. Ja, es kann leuchten. Ja, dann gehe ich lieber es weg. Kann leuchten. Und Leute, ich sag's dann mal so, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen mal so umgeguckt, was kann ich jetzt machen für die nächsten Folgen. Hab mir dann gedacht, naja, im Moment haben wir ein bisschen Rohstoffmangel. Gehe ich mal in die Minen und gehe Rohstoffe farmen, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich unterwegs beim Rohstoffe farmen unseren alten Spawner hinter dem hinter unserem Netherportal wieder gefunden. Haben mir gedacht, eigentlich wäre das doch mal eine Idee, was wir mal machen könnte. Wir motzen immer wieder, dass uns Sachen von Mobs fehlen, also bauen wir doch mal eine Mob-Farm, habe ich mir gedacht. Und beim Bauen bzw. Ausbauen von dem Spawner ein bisschen habe ich dann hier zwei Karotten, das sind die hier, und eine Kartoffel hier gedroppt bekommen. Die habe ich jetzt auf jeden Fall hier mal angebaut, damit wir dann demnächst auch unser automatisiertes Feld bauen können. Aber was wir jetzt auf jeden Fall mal zuerst machen wollen, ist dann eben eine Turtle bauen, um dort eine coole Mob-Farm draus zu machen. Und ich würde sagen, damit starten wir auch gleich mal durch. Juhu, Kühe. Und ich habe auch schon einen Teleporter rüber gebaut. Teleporter? Ja. Zum Spawner rüber. Und die Quarry hat ein bisschen weitergearbeitet, aber zuerst muss ich mal was beweisen hier. This was the one hit I wanted to show. Ja, Leute, dieses Schwert one-hitted, aber Futur hat vorhin leider geahnt, aber jetzt hat er damit nicht mehr gerechnet. Und ich musste euch jetzt leider zeigen, wie geil dieses Schwert ist. Markus hat so ein Ding auch. Futur leider nicht, weil er zu früh gegangen ist. Willst du dich mit mir anlegen, hä? Ich muss das Schwert noch nicht mal anmachen, um dich zu töten. Ja, leg mich doch jetzt. Ohne es anzumachen, brauche ich nämlich auch nur 4 Hits, um Futur zu töten. So, auf jeden Fall lade ich jetzt mal das Schwert wieder auf, weil Futur hat mir ziemlich Energie gekostet. Hier ist so eine Verschwendung an ihm eigentlich. So eine Verschwendung. Die Energie war Futur eigentlich gar nicht wert. Ja, ja. So. Scheiß wieder einsammeln hier. Ja, musst du. Sei froh, dass ich dich in den Kühlgehege getötet habe und nicht irgendwo am Arsch der Welt. Hier oben seht ihr jetzt gerade diese Glowstone-Blöcke. Einerseits beleuchten die nachts eben. Das interessiert kein Schwein. Einerseits beleuchten die nachts eben unsere Fläche. Andererseits habe ich hier oben das Lager mal umgebaut zu einem kleinen Portalraum. Das bedeutet, wir können hier oben jetzt immer unsere Türen reinsetzen. Die Quarry steht natürlich noch hier, wie davor auch. Schauen wir gleich mal rüber. So, Quarry laden, genau. Hier seht ihr schon, der Berg ist so langsam wegrasiert. Wir sind jetzt schon da unten auf der Ebene. Unser Wasserberg wird immer größer und hat inzwischen schon fast, ja, gigantische Ausmaße. Unser Ferry arbeitet auf jeden Fall hier immer noch weiter. Wir haben jetzt gerade den Berg weg und sind so langsam auf Nullniveau der Ebene angekommen und gehen jetzt dann auf Ebene, wo es gut Rohstoffe gibt. Ah, endlich. Hat ja kaum lange gedauert. Wie sieht es eigentlich mit unserem Speicher aus? Hat er noch Platz? Ja, massig. Ich habe vorhin nämlich auch mal wieder unsere Scrap-Maschine ein bisschen anlaufen lassen und 700 Scrap produzieren lassen. Ein bisschen. Also der hat dann gut mal Dirt und so verbraucht. Ja, gut, dann passt. Allerdings habe ich jetzt das Ganze mal wieder gestoppt, damit wir für die Aufnahme Energie haben. Und wir haben jetzt im System 334 Scrap noch übrig und inzwischen haben wir auch schon... Gucken wir mal nach UU. Inzwischen haben wir knapp einen Stack UU mit im System. Ja, also fast, ja. Achso, wo muss denn das jetzt Ding hier? Haben wir auch noch einen Ofen oder so irgendwas? Was mal ja, ist? Das hier ist ein Ofen. Ist nicht da reinmachen? Das hier rechts unten ist ein Induction Furnace. Wo? Hier. Dieser weiße hier rechts. Da reinlegen. Der weiße hier rechts? Ah, der hier. Der Trichter. Ah, in den Trichter, rein. Ja genau. Gut. Dein Fleisch wird aber sofort ins System reingehauen. Ja, ist ja kein Problem, ich brauche jetzt momentan keins. Also das habe ich jetzt nämlich auch mal geändert, dass die Kiste hier endlich mal alles ins System reinwirft. Das hat sie ja bisher auch noch nicht gemacht. Sondern sie hat immer alles selbst eingesteckt quasi. Und dann hast du dich immer gewundert, warum wir keine Rohstoffe mehr haben. Genau, dann würde ich sagen, bauen wir mal unsere Turtle. Warte mal, Diamond Spitzhacke habe ich noch, wenn einer brauchst. Unangedingste? Nein. Ja, weil die dafür keinen Schaden haben. Ja, dann gib her. Ups. Eisen, ein Computer. Dafür brauche ich Cleanstone, Redstone und ein Glaspanel. Hoppala. Die Hand ausgerutscht.
Upsi. Redstone. Nein, braucht der da. Furnace lang. Entweder laggt oder... Nein, der Furnace ist extrem schnell. Das Ding liegt vor dir, vor mir, ne? Die Spitzhacke. Die hast du in deinem System, also in deinem Ding drin? Nein, die liegt vor mir. Achso. Weil du mich geschlagen hast. Rechts so. Ah, da. So, der Computer ist schon mal gecraftet dafür. Ich habe einen Befehl fürs Drip mal, wenn du das brauchst. Nee, brauche ich nicht. Wir haben eine Query. Guck mal, was Markus da Lappen so baut. So, wir haben den Computer. Das heißt, jetzt brauchen wir noch eine Chest. Chest haben wir draußen überstehen. Warum machst du sie nicht? Was habe ich hier gerade gesehen? Was habe ich hier gerade gesehen? Können bauen so? Schlimmer. Weiter. Wir werden Treppen hinkommen, dass man hochgehen kann. Ach so, okay. Leiter am besten, das sieht am besten aus. Nee. Nö. Natürlich benutze ich Leiter dafür. Markus, bleib mal bitte stehen. Alter, ist ja auch alles voller Wasser. Ich hab einen Bumerang, Digga. Zweieinhalb Leiter. Das hab ich grad durch zu. Das ist fein nur der Holzbumerang, ne? Den gibt's auch mit Diamant. Ja. Digga, ich hab eine neue Wunderwaffe. Futter, okay. Futur? Nein. Ich will dir einen Bumerang schenken. Ich will ihn dir wirklich schenken, wo bist du? Dann legen wir drin in die Kiste. Ne, ich lege ihn dir in keine Kiste. Ich schmeiß ihn dir in den Brunnen rein, weil du bist im Brunnen drin. Da. Kommt runter. So, jetzt habe ich die Turtle und auf die Turtle muss ich jetzt was packen? Die Diamantspitzhacke oder nicht? Einfach nur die Hacke, genau. Das heißt, wir brauchen Diamantos. Und Diamanten sind wir immer noch ziemlich low with, ne? Zwei Stück haben wir noch. Ne, fünf Stück haben wir noch. Komm, mach UU Meta, neun Stücken hast du wieder Diamanten. Ja, noch Marble irgendwo, falls wir mal Kiste. Keinen haben. Ich habe unten eine ganze Marble-Quelle wieder gefunden. In der Mine. Okay, nice. Du musst nur in die Schlucht gehen. In der Schlucht. Wenn du runter gehst, hinter unserem Portal in der Schlucht und dann nach links. Was machst du da? Ne, rechts meine ich. Was ist da? Marble. Quelle, sagt Sven. Was brauchst du wieder? Ja. Soll ich dir helfen? Ja. Sagst du lieb bitte, bitte? Bitte, bitte. Ja gut, dann komme ich halt. Wenn du nämlich nicht geschissen kriegst, muss ich dir eher helfen. Mehr geschissen wie du. Hab ich nicht. Doch. Oh Mensch, Futo muss wieder die ganze Energie verbrauchen. Warum? Ich mach doch gar nichts. Ah, das bist du. Du mit deinem Mining Laser, unglaublich. Ich bin doch gleich bei euch in der Nähe. Und Chat. Ja, aber der Mining Laser ist ein bisschen mehr wie ein Jetpack. Mining Laser 20.000, Jetpack, keine Ahnung wie viel, 30? Ja, 30. Nur wahrscheinlich 200.000, oder? Der Laser. Ja, 200.000 Euro. Und die andere 30. Naja, das Jetpack oder ja, das Labpack. Ja, das habe ich auch. Oh, du bist schon, Es regnet schon wieder. Und es ist Nacht, ja. Kommt mal ins Bett. Ach, stimmt, ja. Wo kann ich denn das in das System reinpacken? Das Monsters weg. Nearby, mi. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich kann nicht ins Bett, weil Monster in der Nähe sind. Wahrscheinlich irgendwie hier Spinnen, die irgendwie... auf dem Dach kommen oder so. Irgendwas, keine Ahnung. Ja, mal die Quarry angucken. Quarry muss ich noch angucken, so. Was ist das Monster? Futter ist das Monster. Ah ja, Futter. Sorry, aber... Das wäre so geil, wenn man den tippen würde, dann schlafen gehen können. Das wäre so göttlich. Was ist das scheiß Viech? So, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal hier, genau das habe ich jetzt schon hier gemacht, dieses Beleuchtungssystem, wenn wir hier diesen Schalter umlegen, dann... Eh ist kein Monster. So, legen wir diesen Schalter um, gehen die Lichter aus, wir haben instant hier Party, legen wir hier um und dann... haben hier genug Monster. Hey, ich bin keine Monster, Alter. So.
dann würde ich sagen, fangen wir mal an, hier dieses Loch zu graben. Ich glaube, wir müssen uns links unten hin platzieren. Dann... Toll, ich habe keinen Brennstoff dabei. Warte mal. Ohne Brennstoff funktioniert das leider nicht so gut. Was ist hier passiert? Nimm Lava. Lava ist brennbar ohne Ende. What the fuck ist hier passiert, Alter? Wir haben, glaube ich, wir haben 400 Kohle, Digga. Ich nehme keine Lava. Was habt ihr hier gemacht, ey? Was hat Sven hier gemacht, ja? Wo denn? Ich hätte diese Türen und... Ja, das wird unser Teleporter-Ding. Schau, schau. Lass zum Mob-Farm gehen, Digga. So viele? Ja. Ja, kannst du wenn wir wie geil brauchen. Ist das denn? Okay. Ach, so, echt Langeweile, Sven. Aber sieht so, cool aus. Refuel. Ja, all. Soll doch Langeweile haben, ist doch gut. Alter, ist das riesig, der Wasserberg. So, jetzt hat der Fuel jetzt... X... Wieder raus. Oh, Schweine! Achso, da kannst du jetzt Licht ausmachen. Ah, okay. Oh, lol, spawnen schon. What? Ja, sie spawnen instant. In dem Moment, wo du das Licht ausmachst, spawnen hier vier Monster oder so. Okay, gut zu wissen. Ja, ihr Lappen. Alter, ich habe auf einmal beim Programmieren vier Monster hinter mir, Digga. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Ja, ich wusste nicht, dass die sofort spawnen. Ich wollte eigentlich nur Licht was aus, dann Licht an. Licht aber, plötzlich kommt ich... werde ich geschlagen von hinten. Was ist denn das für ein Spawner? Zombie. Oh ja. Also irgendwie leckt es bei der Quarry ein bisschen. Also wenn die Quarry arbeitet und es regnet und das ganze Wasser fließt. Ah, wir können schlafen. Kann Zombie, naja. Es leckt einfach alles. Ihr könnt schlafen, Leute. Ja. Ich komm. Ja. Mach mal ein Futur. Ja, hey, Futur. Ich bin noch da. Nee, bist du nicht. Betty. Was ist jetzt mit Betty? Black Betty. Bam, Black bam. Betty. Bam, bam. Zwei dumme, drei dumme Eingedanken. Oh. So. Black Betty. So, jetzt wurde mir Tee hingestellt. Nicht gut. Track. Ah, dunkel. Ja, ey, Digga. Futur, alle, komm her. Warum hast du Tee? Futur. Dunkel? Hell. Futur. 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 Wo bist Futur. Du? Unten. Ganz unten. Achso, jetzt außerhalb des Hauses. So, jetzt müssten wir das Ding hier eigentlich programmieren. Weil hier ist, glaube ich, überhaupt kein Programm drauf. Nee, sie haben kein Programm. Ja, doch, so ein so ein Programm, dass die sich nach unten buddeln, haben die doch eigentlich, oder? Nö, also ich habe sie mal im Internet gesucht, die ausführenden Programme. Oh, das Lava. Ja, aber dass die so einen Tunnel nach unten graben, da nicht. Das müsste eigentlich drin sein. Aber ich würde sagen, da gucke ich einfach nochmal nach einem Page-Spin-Code. Da gucke ich einfach nochmal nach einem Page-Spin-Code bis zum nächsten Mal. So gerade die Schlucht, wo die ist. Dann wo ist die Schlucht? Wow, ich habe also, Diamanten gefunden, Leute, ne? Dann hol mal. Ja, ich zeig mal. Was hast du gefunden? Diamanten hat er gefunden. Wo ist die Mine, Sven? Also ja, hinter dem Ether-Portal und dann rechts. Ja, Markus ist mal eiskalt links gelaufen. Nee, ich bin rechts gelaufen. Pisse. Nein, du bist links gelaufen. Also erst ich bin rechts gelaufen. Links. Ja, da bist rechts. Du, Markus. Hier bist du. Hey, 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 bleib hier, Digga. Bleib hier. Komm mit. Ja, rechts. Irgendwo da vorne müsste eine Schlucht sein. Ich habe gesagt, in der Schlucht rechts. Eben, Markus. Ich muss nur die Schlucht wiederfinden. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, da hinten, oder nicht? Nee, ich war die nicht. Nee, da unten ist es nicht. Ja, nee. Genau, hier war die Lava. Und da war ich gerade. Wo bin ich dann da hingeflogen? Also hier, da, ne? Hier ist ein bisschen Marvel, so hier, mal wieder nicht? An den Ecken. Ich schau mal hier. Ich glaube, hier ist die Schlucht. Ja, hier ist die Schlucht. Wo bist du? Boah, Alter. Alter, da war einfach all. Ja, hier. Alter, war einfach all. Ja, da war halt, Alter. Schienen. Und auf einmal genau, keine Schiene mehr. Schienen und dann... Doch, da war Schienen. Das sind immer auch Schienen in der Luft. Oh, schön. Hä? What the fuck? Da gehen einfach Schienen in der Luft weiter. Du fällst einfach durch. Ja, was ist das? Die Rücken, nee, das ist Durchfall. Das ist gute Zeug. Warte, hier, warte. Hast du noch das mehr? Durchfall bleib mal stehen. Da unten. Überstehen. Ich hey, Leute, ich hab einen Witz gemacht. Da. Hast du noch was? Ihr seid scheiße. Danke, schön. Wo kommst du jetzt hier mal? Oh, ich muss mal, ich hab Ding gefarmt, Ressourcen in der Rezeptur hier, gesucht. Hier, Markus, bei mir jetzt. Siehst du mich? Ja, ich weiß, wo die Schwuchtel ist. Ja, die Schwuchtel. Weißt du, wo der Schwuchtel ist? Weißt du, wo der Schwuchtel ist? Nee, ich find Futur nicht. Das ist... So. Weiß ich auch nicht. Hey, da vorne ist ein...
Ah nee, das sind hier hübsch. Hab ich Fackeln dabei? Hast du Fackeln dabei? Ich hol. Nope. Gut. Aber ich hab Green Saphir, Digga. Boah, Digga. Allele. Nimmst du überhaupt noch auf, oder? Ja, natürlich. Nee. Tut nur so. Aber wir könnten jetzt die Folge beenden. Bist du? Ja, könnten wir. Weißt du was? Lulu? Ja, ja. Ja. Das war auch nicht. Lass uns mal die Folge beenden. Wir beenden jetzt die Folge und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und... Ja. Wow. Ciao. Ciao. Ciao.